Ferienwohnungsärger. Das ist halt immer eine tolle Sache, wenn man sich eine Ferienwohnung mietet und dann kann man mit mehreren Personen dort auch übernachten und spart dann vielleicht auch ein bisschen. Aber wenn das dann so nicht so richtig klappt, dann ist das natürlich auch sehr ärgerlich. Und Torben Thiele aus Bremerhaven ist uns hier zugeschaltet und Sie haben da ganz große Probleme gehabt. Was ist da passiert? Oh ja, wir hatten Anfang Januar ein Ferienhaus gebucht über den Obersohl für quasi 9 Personen, 6 Sterne hat das Haus. Alles bezahlt und alles schön, auf den Urlaub gefreut. Jetzt eine Woche vor Urlaubsantritt quasi haben wir die Nachricht gekriegt, dass Obersohl das Haus andersweitig verbucht hatte. Ein Fehler, was denen unterlaufen ist, was sie auch zugegeben haben. Ein paar Tage vorher haben wir ein anderes gleichwertiges Objekt angeboten bekommen. Wir konnten natürlich keine Bilder, nichts sehen, wir mussten uns schnell entscheiden. Haben gesagt, ja, machen wir, mussten aber 260 Euro obendrauf bezahlen. Haben wir auch gesagt, bevor der Urlaub vorbei ist, fahren wir dahin und machen das. Ankunft war dann so, wir kamen da rein, das Grundstück komplett verwildert. 2 Personen konnten den Urlaub nicht antreten, weil es nur für 6 Personen war, das Haus. Das Haus war eine Baustelle. Da war nichts, was wir vorher hatten. Weder Fernseher, es war nichts da. Keine Sauna, nichts. 45 Kilometer bis zum nächsten vernünftigen Einkaufsladen. Eine Strecke. Und ja, wir wurden doch komplett über den Tisch gezogen. Und im Endeffekt sollen wir jetzt sogar noch Stornogebühren bezahlen für den Fehler, den Obersohl verbockt hat. Ja, absolut auch ein irrer Fall. Vor allen Dingen der Urlaub ist ja auch wirklich dahin. Und wir haben auch Fotos vorbereitet, die diese neue Ferienwohnung zeigen. Da möchte man in Wahrheit wirklich keinen Urlaub verbringen. Das ist jetzt hier das Wohnzimmer. Sie haben Luxus gebucht, aber kriegen jetzt hier allenfalls Mittelmaß. Da muss ich mal Arne Kempkens dazu nehmen. Das ist doch wirklich eine Frechheit, oder? Das ist wirklich eine vertragliche Frechheit. Wir haben ja einen Reisevertrag geschlossen zu bestimmten Bedingungen und das muss eben auch geliefert werden. Und wenn da Teile eben nicht geliefert werden, also wenn wir hier diesen Zustand sehen, dann ist das natürlich ein Mangel. Allein die Lage ist ja schon ein Mangel. Und dass eben keine 8er-Wohnung ist, sondern eine 6er-Wohnung nur ist. Und wenn wir hier die Fotos sehen beispielsweise, dann muss man klar sagen, das ist absolut nicht in Ordnung, hat mit Luxus überhaupt nichts zu tun. Und da würde ich sogar so weit gehen, wenn man das so sieht, dass man sagt, ich möchte den gesamten Reisepreis zurückhaben plus Schmerzensgeld. Denn es gibt einen Schmerzensgeldanspruch für entgangene Urlaubsfreuden. Und das steht ausdrücklich im Gesetz. Das ist ganz interessant. Da bekommt man den Reisepreis zurück und in gleicher Höhe einen Schmerzensgeldanspruch, weil man hat ja diesen Urlaub, der ja der Erholung dienen soll, den hat man ja einsetzen müssen und der ist total vergeigt worden. Und hier haben wir natürlich auch ein Verschulden, denn Überbuchung ist natürlich ein Verschulden des Unternehmens oder eines Mitarbeiters. Verschulden eines Mitarbeiters wird dem Unternehmen zugerechnet, also Schadenersatz und Schmerzensgeld.